Willkommen zurück zu DSB. Wir haben Division Nummer 8. Wir sehen der In the Final Rebound gegen politisch korrekter Team. Ist es wirklich? Was ist der Name wirklich so? Ja, politisch, ja, politisch nee, korrekter Team-Name. Deswegen war es so komisch. Weil ich bin auch dabei. Hallo. Ja, und wir haben nächsten Wurf. Ja, jetzt sehe ich es. Der Name ist abgehakt, weil er zu lang ist. Glaube ich. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganzen Leute kommen immer auf längere Teamnamen. Immer weniger Platz. Jedenfalls. Aber ich finde es immer sehr, sehr interessant, weil es sind immer sehr individuelle Sachen dabei. Auf jeden Fall starten wir jetzt ins erste Match. Und ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Moment, politisch korrekt in lila, denke ich. Dunkelblau. Genau. Irgendwas. Dunkelblau, lila. So eine Mischung halt. Auf jeden Fall. Beide Teams starten direkt los. Anscheinend kann hier Team Blau in dem Fall poppen. Haben die einen Pop gekriegt? Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Team Gelb hat auf jeden Pop Fall bekommen. Hat der Zähler gar nicht gezählt, obwohl sich die Goldie bewegt hat. Ja, hat sich halt nicht nach vorne bewegt. Jetzt bewegt er sich, aber wurde direkt wieder rausgenommen. Ja, müssen jetzt. Es ist im Moment noch ein bisschen durchwachsen, recht durcheinander. Aber auf jeden Fall haben jetzt wieder In the Final Bound haben den Goldfisch, pushen jetzt zum rechten Checkpoint. Wegen dem Checkpoint? Ja, ja, sie haben den ersten. Aber das war recht gut getimed, das haben sie gut hingekriegt. Ja, dennoch politisch korrekter Team, aber können den Pop holen, Restyler nach vorne. Aber da sind drei Leute und kann ihn etwas holen. Goldfisch zieht sich ein bisschen weiter zurück. Jetzt haben sie ihn gepickt. Ich darf sie versuchen. Jetzt sind, glaube ich, drei down gegangen. Jetzt könnten sie einen Gegenpush wagen. Ja. Der letzte zieht sich dann ein bisschen zurück, versucht den Gegner ein bisschen zurückzudrängen, aber wird direkt wieder rausgenommen. Und jetzt könnten sie. Oh, die Wall war sehr gut platziert. Jetzt könnten wir den nächsten checken. Nein, sie kriegen ihn nicht. Aber ich glaube, das war der Full Vibe jetzt sogar. Und jetzt kriegen sie den. Jetzt müssen sie den auf jeden Fall checken. Ja, Checkpoint haben und sie. Und da ist er. Die Situation ist weiterhin gut. Die Gegner müssen erstmal respawnen, können den Pop holen, müssen den Goldfisch greifen. Dann haben sie auch gleich die Führung. Und sie haben jetzt schon Lead. Sie sind zwar nicht weit gekommen, aber jeder Punkt zählt. Da kann wirklich jeder einzelne Punkt entscheiden sein. Ja, Situation. Kriegen sie den Pop? Yep. Die Situation sieht weiterhin gut aus. Sie bekommen weiterhin die Kills, wieder 4 gegen 2. Doch schon jetzt wieder genommen. Jetzt picken sie auch wieder und versuchen wieder vorzurushen. Allerdings, von oben wird jetzt die Goldie abgeschossen, leider auch getroffen. Aber sie müssen jetzt wirklich drauf gehen, dass sie ein bisschen besser rauskommen. Ja, die André. Gegner sammeln jetzt hier natürlich jetzt ein bisschen die Specials, versuchen weiter Druck zu machen, was ihnen auch irgendwie gelingt. Aber der Hai war eigentlich ganz gut platziert, muss ja zugeben. Da wieder mit dem Follow-up, kann er noch einen Kill holen. Goldfisch kommt bis 40. Sieht weiterhin wirklich echt gut aus für politisch korrekter Teamname. Versuchen sie jetzt noch einen Sauger. Oh, jetzt sind drei down. Jetzt könnten sie wieder rauskommen. Sieht gut aus. Ja, Goldfisch. Der Goldfisch ist auf jeden Fall zurück in Mid. Sie gehen jetzt hier Richtung rechte Seite, sind aber nur zu zweit. Ja, die Goldie ist ein bisschen weit vorne und jetzt wird sie auch direkt wieder rauskommen. Da hätte man ein bisschen mehr Teamplay geben müssen. Ja, hätte man ein bisschen warten müssen. Auch die beiden anderen Teammates. Der Vidi jetzt in der Mitte hat eine recht gute Position. Muss aber auch was vor der Ende. Kann Mary traden. In the Final Bound sind noch zu dritt in der Mitte. Und sie resetten den Rainmaker jetzt auch. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, aber manchmal ist das so eine Instinktentscheidung. Ist schwierig, denn in der Final Bound sind ja schon in der Mitte positioniert, deswegen wird der Reset da nicht wirklich viel bringen. Jedenfalls, die Tetris jetzt mit einem guten Flank hier. Ja, können sich hochholen. Einen hat er schon, zwei hat er, ich den dritten auch noch und ein Assist hat er gekriegt. Ja, ein Assist. Aber trotzdem sehr guter Double plus halt ein Assist. Also, Respekt. Ich bin nicht annähernd so gut mit Tetras. Tetras sind sehr schwer zu spielen. Da braucht man
wirklich gute Mechanik. Aber wenn man es kann, dann ja. Ist man der King im Match. Jetzt versuchen sie wieder links lang zu sneaken, aber ich glaube, die Gold ist wieder gefährlich weit vorne und ja, wird direkt wieder rauskommen. Jetzt ist die Frage, wer kriegt den Pop, wer kriegt die Map Control? Ja, in the final bound, sie müssen jetzt hier den... Sie haben den Pop nicht bekommen, aber sie müssen den Goldfisch schon in den letzten 30 Sekunden. Den Goldfisch nehmen. Die Zeit habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet, aber jetzt müssen sie sich wirklich beeilen, weil 20 Sekunden gleich. Ja. André. Ja. Den Goldfisch schon, da geht nochmal, da geht noch wertvolle Zeit verloren. Ah, der Robohund wird, ist der Verfolger, das könnte gefährlich werden. Ja, und noch die Regenwolke, das ist alles wertvolle Zeit, die hier weggeht. Sie müssen jetzt wirklich den Goldfisch holen. Ja, aber Davido. Jetzt versuchen sie es übers Gitter. Das könnte sogar funktionieren. Es sieht gut aus. Aber jetzt wird die Goldie geflankt. Und das war's wieder. Goldie, aber noch der ein Goldie. Sehr guter Push am Schluss. Der Goldie wurde leider allein gelassen am Ende. Und dann. Aber der Weg übers Gitter war, glaube ich, in dem Moment eine echt gute Entscheidung. Ja. Halt nur schade, dass der Goldfisch am Ende allein gelassen wurde. Das kriegen sie noch hin. Wir sind ja hier jetzt erst in Woche 1 und das ist das erste Spiel. Es Woche 1, neues Spiel. Es wird noch großartig werden. Neues Spiel. Aber die Strategie, die müssen noch entwickelt werden. Das dauert noch. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob die Waffenkombis beibehalten werden. War jetzt eigentlich schon so eine übliche Kombi, die man schon öfters sieht. Ich habe mir zwar keine gemerkt, weil ich kein gutes Kurzzeitgedächtnis habe, aber ich kann es dann sagen, wenn ich die neuen sehe. Ja, sag einfach, wenn du was Neues siehst, denn gleich geht's weiter auf Muschelchaos, Aalstahl, Metallwerk. Metallwerk ist auch eine neue Map. Ja. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft gespielt. Deswegen kenne ich mich auf der Map eigentlich gar nicht so gut aus. Ich habe sie schon. Ist ein sehr teamlastiger Modus und auf der Map dann bestimmt sehr interessant. Ja. Was hältst du vom Metallwerk? Schwierig. Ist eigentlich immer schwierig, die Map. Weil es halt wirklich immer so irgendein Gitter, auf das du rüberlaufen musst, um zum Objective zu kommen. Vor allem hier in Muschelchaos hast du ja nur den linken Weg, der über ein Gitter läuft und den rechten, wo du von dem Block rüberspringen musst. Es kann schon schwierig sein. Da jetzt hier gut zu pushen. Da kann man nicht einfach reinrennen, funktioniert da nicht. Ja, jetzt beide Teams sammeln fleißig Muscheln und wagen sich ins Gitter-Terrain. hier haben wir jetzt schon 9 bei Politisch korrekter Teamnabe. Jetzt haben wir hier schon die erste Big, die direkt rauskommen wird. Jetzt sind 2 down bei, ich nenne das einfach mal Team Lila Pink. also wir versuchen jetzt ein bisschen defensiv zu spielen, warten aufs Team, das ist sehr gut. Und in der Mitte, an der Seite kommt jetzt direkt die Krabbe raus und ja. Holt auch direkt die Supermuschel. War eine gute Verteidigungsgrabe, muss ich sagen. Ja. Die Supermuschel ist jetzt leider despawned. Jetzt wieder zurück ans Muscheln sammeln. Also wir kriegen die Muscheln sehr schnell zusammen. Man braucht jetzt auch weniger Muscheln, nur noch 8 Stück anstatt 10. Das ist ein enormer Unterschied. Man denkt es gar nicht, aber das ist ordentlich. Also bis jetzt ist es noch sehr ausgeglichen. Keiner wagt sich wirklich direkt ran. Der Pinsel versucht jetzt zu flüchten, wird rausgenommen. Und jetzt kriegen wir... Oh, jetzt ist der... Was ist da im Grund? Ich hab's gerade nicht gesehen. Es ging zu schnell. Jedenfalls, die Ente hat sich so umschlagen geholt. Muss jetzt aber ein bisschen von der Regenwolke weg. Ist ganz schön angeschlagen. Geht sogar noch drauf von der Regenwolke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Regen ist eine fiese Sache, wenn man die kriegt. Das ist wirklich ein sehr unnötiger Death hier. Hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. 2 Smoshing jetzt am Boden. Für in the final Wir haben sogar 2 down. Man könnte versuchen, Push zu sagen, aber links kommen sie direkt in der
Also auf der Seite kommst du direkt wieder raus, um den Korb zu verteidigen. Wir haben jetzt 11 Muscheln. 2 Indefinable Bound. Und jetzt versucht er sich rechts ran zu sneaken. Aber... Ja, oh, er kriegt sogar einen Trick daraus. Ja. Hat 7 Clamps. Er braucht noch eine für eine Big, die er sich jetzt auch holt. Aber jetzt ist er halt aufgedeckt und jetzt kann er sich nicht mehr anschleichen. Ja, wird schwierig, da jetzt über den Block dazu kommen. Na, geht jetzt vielleicht doch irgendwie über das Gitter? Schafft das durch? Sie werden gerade extrem angegriffen. Aber die Hälfte. Oh, die Muschel und noch der Getränkespender. Extrem gute Kombi. Ah, da wird er aber direkt rausgenommen. Aber die Verteidigung ist gut. Drei down und der vierte auch noch. Jetzt sind einmal alle down. Hat aber noch einen Trade bekommen. Immerhin. Besser als nichts. Ja. Jetzt geht's direkt zum Gegenangriff. Aber der wird direkt rausgenommen. Ich glaube. Die Big ist nicht mehr zu retten, vermute ich tatsächlich. Na, garantiert nicht. Aber es ist kein Problem. Politisch korrekt hat jemand. Ja, sie haben noch eine übrig. Ah, die rechte kriegen sie, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, die ist auch verloren. Match noch sehr ausgeglichen hier. Beide Teams haben es mal versucht zu pushen, aber es ist auch sehr nichts geworden. Beide Teams haben so Muschel, könnten. Ja, der einen weiteren Versuch starten. Oder schön Trade mit der Heldenfinst. Haben wir wieder ein Special. Und jetzt waren auch wieder zwei down. Sie könnten nochmal einen Push versuchen. Bis jetzt wurde noch nichts gepunktet. Wir haben jetzt nur noch eine Spielminute. Und wenn das so weitergeht, wird es in die Verlängerung gehen. Und dann zählt es, wer zuerst trifft für ihn. Ja, es war wirklich eine 3-Minute-Verlängerung. Niemand will eine 3-Minuten-Verlängerung gehen, das ist wirklich... Das will man nicht. Das ist wirklich Nerven zerstören. Aber jetzt ist es sehr, sehr ausgeglichen, aber jetzt versuchen sie von allen Seiten reinzugehen, aber es klappt. Sie verteidigen, beide Teams verteidigen. Oh, ein sehr guter Shark hier. Kann er... Oh ja. Ein guter Double-Key hier. Er tradet noch. Wir haben wieder zwei Down auf jeder Seite, oder und der Jump wurde sogar gar nicht rausgeholt. Der hat sich nur retten können. Der Pinsel allerdings sehr gefährliche Flucht gerade. Jetzt geht's in die Verlängerung. Ich bin mal gespannt, wie viel wir auf die Uhr bekommen. Also wie viel Zeit vergehen wird, bis jemand trifft. Aber jetzt man kennt den Druck, man will nicht tief in die Verlängerung, man will es einfach nicht. Ja, vor allem nicht in eine 3-Minuten-Verlängerung. Nee. Da geht's ja wirklich darum. Zuerst trifft. Da geht's darum, eigentlich eher, wer behält die Nerven länger. Sie könnten den Push wagen, kommen sie durch, es ist nur noch einer. Oder nicht korrekt, der Team, dann hat jetzt die Chance, aber ich glaube, jetzt sind sie durch. Das ist der Sprung zum Korb! Aber er verfehlt! Nein! Und da ist sogar noch der Getränkespender. Und das ist der Double gut. Da bin ich dort jetzt rein, kann sogar einen Kill holen, bin aber getradet. Jetzt sehen wir noch den Pinsel, der sich versteckt. Genau, da ist er. Mit dem Teammate, aber André wird getradet. Jetzt versuchen es immer wieder rechts, aber sie werden immer und immer wieder rausgenommen. Wird es ein Unentschieden? Ich könnte es mir vorstellen. Es ist wirklich sehr ausgeglichen. Unentschieden wird es nicht geben. Wenn die Verlängerung vorbei ist, gewinnt das Team, was mehr Supermuscheln gemacht hat. Okay, ich hatte dies noch nie, aber sehr interessant. ich weiß nicht, ob ich das jemals hatte, aber ich habe das gelesen, dass es so ist. Wir werden es hoffentlich nicht rausfinden, aber wenn, dann werden wir es auf jeden Fall, dann können wir es live miterleben, was passiert. Ja. Guter Pick jetzt hier. 3 down. Shiny. Jetzt könnte da, Shiny, jetzt könnte der Push werden. Das ist die Situation. Wenn jetzt der Jump sitzt. Ah, der Jump ist zu weit weg. Das wird nein. Nichts. Oh, schon wieder. Zum zweiten Mal. Das ist ärgerlich. Er hätte ein bisschen weiter vorgehen müssen. Ja. Und es ist der Vibe. Das könnte jetzt eine Chance für einen Counter sein. Jetzt der Trizuka. Wird jetzt ein Looper rausgeholt. Holt aber keinen Kill. Wir haben aber noch keine Big, glaube ich. Wir müssen erst was sammeln. Ja, der Crab Tank hat
Der Crab Tank braucht noch drei Stück für eine große Muschel. Einer versucht jetzt von rechts noch. Ja. Oder auch nicht. Auf der rechten Seite sind einiges an Muscheln. Sie können sie jetzt am Korb. Haben aber keine Muscheln. Nein, und jetzt sind sie alle geweibt. Es kann doch nicht sein. Und die Zeit ist fast um, aber es könnte sein, dass sie jetzt treffen, rechts. Also auf der einen Seite. Andere hat die so Muschel. Lieben, eine fehlt noch. Sie werfen. Oh, aber das ist der Push zu Ende. André ist jetzt alle. Er findet sie auch wieder rausgenommen. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwer muss jetzt treffen, sonst. Also ich habe nicht gezählt, wer mehr Muscheln hatte tatsächlich. Ja, nee. Oh, aber jetzt hier. Rechts sehen wir wieder was? Ja, kein Treffen. Ja, kein Tinte, oh, André jetzt der am Defense, weiter am Defense. Nein! Gleich ist die Zeit um! Es wird so eng. Jetzt ist es um. Es hat einfach keiner getroffen. Wer hat gewonnen? Ich bin jetzt so gespannt, wer gewonnen hat. Wer hat mehr Muscheln generiert? Wer so Muscheln? Was gewinnt politisch korrekter Teamname. Aber ich wüsste jetzt gerne, wie viele Muscheln. Ja, das hat leider nicht angezeigt. Ja, müsste man sich im Replay anschauen. Ja, das gab's noch nie in der DSB. Und das ist. Es gibt immer ein erstes Mal. und das ist so ein spannendes Spiel gewesen. Jetzt haben wir noch einen dritten Kommentator bei unserer Seite. Nee, ich will nur dazwischen grätschen, weil ich bin ganz ehrlich, nie gedacht hätten, dass das so ein Unentschieden existieren wird in dem Sinne. Es gibt zwar, ihr habt das schon erwähnt, in dem Tiebreaker, dass wenn es nach 8 Minuten 0-0 steht, das Team gewinnt mit den meisten Supermuscheln. Nichtsdestotrotz prüfen wir das nochmal nach, ob das wirklich so war. Just saying. Ich vertraue das mit du nicht ganz. Oh, okay. Und abgesehen davon, wenn beide Teams gleich viele haben, gewinnt Team Alpha automatisch. Schnell, holt den Wii. In dem Fall zwar Beta, aber das ist auch nur das Hinweis. Also wenn Alpha dann gewinnen sollte, kann es halt passieren, dass es halt trotzdem unentschieden war mit so einem Supermuscheln. Holt den Videoschiedsrichter. Holt den Videoschiedsrichter. Ich rufe Kyo schon an, der sitzt im Keller. Sehr gut. Hast du ihm Wasser und Brot gegeben? Ich will es nur hoffen. Nee. Oh, wie gemein. Wir haben von Hübi gelernt, wie wir unsere Mods behandeln. Also, mehr will ich nicht stören. Wir werten den Punkt erstmal für PKT, aber ich prüfe das nochmal. Ich will einfach nochmal gucken, ob das wirklich die Mehrheit für PKT ist. Also nur einfach ein Backup-Check, wenn ich. Viel Spaß. Ja, so, mach das mal. Danke. Die nächste wird sein Herrschaft Schnapperchen-Bazaar. Schnapperchen-Bazaar, der Bazaar. Jeder ist scharf auf die Kisten, oder? Jeder will die Kisten wegrammen. Ja. Oh ja, die Kisten sind ganz witzig. Ja, ich weiß nicht. Dass sie immer wenn ich. Random Maps, die rennen alle auf die Kisten zu. Die müssen richtig weit fliegen, dann ist perfekt. Ja, immer wenn ich die Kisten bei mir im Match sehe, denke ich mir immer so, ach, vielleicht kann ich da irgendwie so einen nice Shortcut machen. So auf die Kiste springen, dann so. Dann die gegnerische Hälfte reinspringen. Aber hat nie funktioniert. Ja, ich versuchte immer so weit wie möglich zu transportieren, bevor sie dann verschwinden. Ja, ich hab's auch schon ins Wasser hingekriegt. Leider kann man nicht auf den Kisten stehen. Das wäre schade. Das wäre richtig interessant gewesen, so eine Abkürzung, die man nur einmal verwenden kann. Ja, ich fände es tatsächlich sehr, sehr cool, wenn die Kisten einfach dauerhaft im Spiel noch vorhanden wären. Also, dass die immer noch da wären, auch wenn man sie bewegt hat. Das ist zwar wahrscheinlich etwas schwieriger umzusetzen, aber ist sehr cool. Das wäre dann perfekt für irgendwelche so Custom-Spielmodi. Ja, genau. Ich verstecke mich unter den Kisten. Aber kann man Volleyball mit den Kisten spielen oder so? Ja, oder das, genau. Wer alle Kisten zuerst auf eine Seite gebracht hat. Ja. Wir haben hier sehr interessante Ideen. Ja, und es geht jetzt weiter mit der nächsten Map. So, Herrschaft. Wer wird Herrschaft erlangen in diesem Spiel? Okay, hier haben wir politisch korrekter Teamname wieder irgendwie da. Und Indefinable Bound in Gelb. Gelb, ja, das ist. Ja. Wir sehen hier ein paar andere in der Team kommen. Wir sehen jetzt hier. Wir sehen jetzt hier einen Hydranten. Wir sehen jetzt hier ein paar neue Waffen. Hydranten. Inkbrush. Fast auf Deutsch. Und ein Dreierschwapper.
Ja, ich glaube, der Schwaffer war, glaube ich, jetzt auch noch nicht dabei. Ja. Oder ich irre mich. Ich glaube, das war noch nicht. Nein, ich denke auch, dass er nicht dabei war. Hat sich hier Team Gelb jetzt schon mal die Zone geschnappt, die aber hart umkämpft ist. Und ja, Shady jetzt kann. Hat die Zone ungefähr. Geht jetzt voll auf Kollisionskurs, kann sich Tofu traden. Der Hydrant ist gerade last und versucht einfach nur ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Gegner zu ärgern. Ja, hat eine gute Position. Wirklich eine sehr gute Position für Hydranten. Jetzt können auch alle hinterher jumpen und er hat auch eine Booyah, die er jetzt auch einsetzt und direkt in die Zone schmeißt. Reicht's, um sie zu capen? Nicht ganz. Großes Problem von politisch korrekter Teamname, sie können wirklich die Hydranten auf keinen Fall contesten, ohne Specials zu investieren. Ja, das ist. Dieses Dach ist eine sehr gute Position für Backline-Waffen. Und jetzt haben sie auch wieder die Zone zurückerobert. Ja. Hier ist auf dem Flank. Kann ein Kill holen. Loscha ist auch down. Da kommt die nächste Zone. Wieder der Hydrant mit der Pia, die Zone aber nicht anhält. Sie haben gut nachgepaintet. Also der Hydrant ist, glaube ich, auch ziemlich konstant gerade. Er ist bis jetzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist noch nicht gestorben. Ja, auf jeden Fall. Team, aber die machen das schon ganz gut. Die versuchen eher aus der Range des Hydranten außerhalb der Range zu spielen. Was auch ganz gut funktioniert. Der Hai war auch gerade richtig gut gerade. Also da hat er jetzt zwei rausnehmen können, kriegt er den Pinsel auch noch. Ein bisschen weit vorne, aber kann sich jetzt gut zurückziehen. Ja, hat jetzt. Quattuba war das gerade. Hat jetzt Shaney, der jetzt das Team übernehmen kann den Trade holen. Also bei beiden Teams ist immer noch sehr ausgeglichen. Also ich finde, es ist ein sehr ausgeglichenes Match. Und solche Match liebe ich. Die sind immer besonders spannend. Ja, jetzt ja auch was von dem Flank auf der rechten Seite. André. Muss jetzt hier politisch gegen korrekt, der Teamname ist jetzt schon unter 50, bei 49. Aber. Jetzt kommt wieder Flank von rechts. Die Hydra hat es aber gespottet. Dennoch kommt der Flank noch rechtzeitig weg. Ah, das ist. Die Hydra ist gerade fast in den Robohund reingerannt. Und da kommt schon wieder die Booyah hinterher. Es könnte reichen, die Zone komplett zu campen. Ja, ist die Hydra etwas aggressiv unterwegs. Kann man schon fast als Frontline bezeichnen. Kann die Zone einfärben. Die ist wirklich sehr weit vorne. Jetzt zählt der Zähler auch weiter bei. Ich bin mit dem Bound. Oh, Vorsicht. Das war fies. Aber die Hydra, die geht jetzt richtig ab. Ja, jetzt eins. Haben wir in 1v1. 1 gegen 1 Situation. Hydra ist allein in der Zone. Daher muss erstmal in die Zone reinkommen, muss aber jetzt vor der Kuhkugel aufpassen. Aber wird nicht in seine Richtung geworfen. Er hat jetzt auf jeden Fall. Oh, der Hydrant ist down. Und die Zapp gleich noch mit. Ja, aber. Ich glaube, das war wichtig, weil jetzt müssen sie sich beeilen. Es sind nur noch 13 Sekunden. Zone ist haben die Zone direkt wieder angehalten. Es geht noch ein bisschen. Und jetzt haben sie wieder die Zone. Wir haben jetzt noch eine Minute zu spielen. Die müssen sich ein bisschen ranhalten, weil 12 ist schon ein starker Push, also das ist schon, es dauert eine Weile, bis man den wieder hat, aber es ist natürlich alles möglich. Das stimmt. Dennoch, Strafpunkte sind wirklich fast keine da, nur 4 Stück. Ja, aber sie halten die Zone sehr, sehr lange neutral, also damit kann man natürlich auch auf Zeit spielen. Oh, direkt nicht auf die Wand. Ja, aber ein Step geholt. Sonne ist jetzt in der. Sonne ist aber wieder in Kontrolle von. In the final bound. Ah, haben wir in die Zone. Das war ein guter High, vor allem in die Zone zu dem Block. Da ist man natürlich sehr gut geschützt, aber wird dann doch noch rausgenommen vom Pinsel. Vom Plastik. Hier kommt direkt die Booyah rein. Wir müssen jetzt die Zone halten, weil jetzt geht's in die Verlängerung. Es sieht im Moment auch noch gut aus, sie haben gut Left Control, können sie gut zurückdrängen. Jetzt kommt es drauf an, schaffen sie es nicht rauszukommen. Oh, Tofu down, das könnte vielleicht spielentscheidend sein. Jetzt kommen zwei Specials von Independent Bound Zones angehalten.
Mary geht Darf voll rein. Es fehlt nicht mehr viel. Ah, jetzt kommt mit der Puja wieder. Oh, es wird so eng. Es wird so ein enges Ding. Und sie haben doch noch Lead geholt. Also, Respekt. Dieser Sieg ging, glaube ich, jetzt an... Wie? An politisch korrekter Teamname. Genau. Wirklich ein knapper Overtime-Sieg. Er hat ja wirklich nicht mehr viel gefehlt. Das war nur so ein bisschen, dann hätte sie sich wieder zurückgefärbt. Also das ist bestimmt schon eine sehr ärgerliche Niederlage für Indefinable Bald. So, das war jetzt das wievielte Match? Ich habe gerade gar nicht gezählt. Das dritte. War das dritte, gell? Ja. So, als nächstes geht's dann auf Turmkommando in Schwertmuschelreservoir. Schwertmuschel. Ich muss sagen, diese Map gefällt mir nicht so recht. Ich weiß nicht. Die ist irgendwie so unübersichtlich. Gefällt mir total. Gibt tolle Wände. Hier kann man Wandsprünge machen. Hauptsache die Wände. Hauptsache die Map hat Wände. Das ist das Wichtigste. Ja, ich weiß gar nicht, was das bei der Map ist. Ich finde sie halt irgendwie so durcheinander. Hat vielleicht auch seine Vorteile, kann man gut scharken, aber ja. Ja, da schauen wir es dran. Die Map hat ja wirklich kaum einen Bereich, der wirklich genau flach und halt einfach in Form ist. Also jetzt irgendwie so ein einfaches Rechteck oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich finde sowieso dieser, ich nenne die zwei Balken in der Mitte, der die Map in zwei Hälften teilt. Also mir ist da schon passiert, dass mir dann Wraith Breaker immer dran hängen geblieben ist und dann eine Etage unten dran saß. Also diese Mauer da in der Mitte, die ist schon ein bisschen gemein. Ich bin gespannt, wie es jetzt bei Turmkommando laufen wird. Neuer Modus, neues Glück. Was beide Teams jetzt spielen werden, das werden wir jetzt sehen. So. In Blau und Orange dieses Mal. Schöne Farbkombi. Ja. Beide Teams pushen. Ist das Splatoon 1 oder... Ich bin mir sicher, das ist aus Splatoon 1, die Farbkombo. Stimmt, das ist die erste aus dem ersten Teil. Habe ich nie gespielt, kann ich nicht so sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon auf beiden Seiten jeweils einen Daumen. Und da wird noch einer getradet. Jetzt haben wir nur noch die Wanne bei der Teamname. Das könnte ein erster Push-Versuch werden, aber sie pushen bis jetzt noch nicht. Oder auch nicht. Guter war wirklich ein guter Start für... das Team, aber sie haben gezögert jetzt. Politisch korrekter Teamname. Ich will zum ersten Checkpoint, aber ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen. War eher so eine Reflexentscheidung. Oh, guter Kill auf dem Roller. Oh ja. Pony wird jetzt geflankt. Der Flank wurde aber geflankt. Checkpoint durch. Checkpoint ist umkämpft. Alle stürzen sich auf den Turm. Grafenpanzer auf den Turm. Hier kommt jetzt die Buja rein. Regen in der Mitte. Wieder der fiese Regen. Jetzt haben wir hier nur noch die Koto bei Definable Bound. Jetzt sollten sie, glaube ich, den Checkpoint durchbekommen. Es könnte... André mit dem Big Bubbler. Oh. Wird aber langsam klein geschossen. Ja, der Schild kann den erst Checkpoint holen. Die Wanne hat wieder den Tower verlassen, geht jetzt wieder direkt wieder drauf. Jetzt ist wieder nur noch die Cape. Und hier sehen wir auch, glaube ich, haben wir gerade einen Hai gesehen. Ich habe ganz bemerkt. Ich glaube, da war ein Hai. Und jetzt haben sie noch einen Checkpoint. Jetzt müssen sie sich langsam ranhalten, damit sie auch noch mal einen bekommen. Der andere auf dem Turm. Zwei Sprünge. André ist aber down. Petras Freund weg. Wir haben trotzdem noch geholt. Mannschaft muss jetzt auch was. Sie ist dann zurück. Ist sich die gerade zurück? Kommt doch sogar weg. Der Junior hat hier ein Kugelschild ready.
Er wird aber vom Eimer rausgenommen. Aber ja. Es ist immer noch, also bis zum ersten Checkpoint, das ist ein sehr großes Hin und Her. Wobei. André jetzt mit dem Big Bubbler. Er bekommt auf jeden Fall zur linken Seite, was auch ganz gut ist, weil die linke Seite ist weiter weg vom Spawn, vom Gegner-Spawn. Jetzt haben wir drei down. Es könnte sein, dass jetzt zum nächsten Checkpoint vorkommen. Wir haben schon jetzt schon einen enormen Vorteil, also einen enormen Vorsprung. Oh, jetzt ist er direkt, ist er leider an der Bombe gestorben. Ja, aber der Supersprung kann dazu verhelfen, dass der Turm bis 27 kommt. Das ist ein weiterer Ausbau der Führung. Hier kommt jetzt Sibuya, die Wand ein bisschen zurückdrängen. Die geht jetzt nach oben, versucht wieder die Ende vom Turm runterzubekommen. Die jetzt aber auch ein Kugelschild nutzen, sehr gut eingesetzt, ist jetzt aber leider schon kleingeschossen. Und sie haben den ersten Checkpoint, das ist sehr wichtig gewesen, denn wir hatten ja noch gar keinen. Ja, Turmfetter links. Haben schon bei 27. Doch, die Stashing ist irgendwie alleine in der Nähe des Turms, muss jetzt sich verteidigen gegen André. Doch André wird jetzt gepickt von Mary. Davide jetzt bitte mit dem Flank von hinten holt sich Mary. Shane auf den Turm. Turm fährt jetzt zurück. Der zweite Checkpoint wird sich jetzt regenerieren. Hat sich vollständig regeneriert. Jetzt haben wir nur noch den Roller. Bei politisch korrekter Team. Jetzt haben sie auch wieder den Kugelschild auf die blaue Seite. Aber was wollte ich sagen? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Jedenfalls haben wir einen Wipeout. Also. Jetzt können sie den Vorsprung und vor allen Dingen Map-Control noch ein bisschen ausbauen. Ja. Aber sie sind direkt wieder vorne und holen einen nach dem anderen wieder raus. Also es geht hier hochher bei beiden Teams. Letzten 30 Sekunden ich hier zu spielen. Turm fällt viel nach links. Kony positioniert sich auch schon mal in Richtung down. Turm. Das ist gut, das ist auch vor allen Dingen sehr wichtig. Drei down, die waren auch noch rausgenommen, die eine sehr gute Angriffsposition hatte. Kriegen sie den Checkpoint noch durch? Die Buja ist auch sehr gut platziert. Ich glaube, den Checkpoint kriegen sie. Das ja, könnte Shaney. Jetzt noch recht eng werden. Doch Shaney holt den Tower. 18 Sekunden auf der Uhr. Der Junior, der muss jetzt hin. Und generell das Team, das ganze Team von in der Final Bomb muss jetzt hin. Ich glaube, das ist Dream. Leider. Aber ja. Sie haben noch ordentlich in Ordnung. Schluss hingelegt, also sehr stark. So, damit geht der vierte Sieg, glaube ich, oder? Ja, also der vierte Sieg Punkt. An politisch korrekter Teamname. Das heißt, dass das nächste Spiel ist dann Matchball quasi. Matchball. Jetzt geht's um die Wurst, aber es ist noch nicht verloren. Wir haben hier bei der DSB schon alles Mögliche gesehen und das ist der Zeitpunkt, uns zu abonnieren. Ja. Also wenn ihr einen Twitch-Prime frei habt und ihr denkt, dass die DSB, dass es die besten Leute sind, dass die den Twitch-Prime verdient haben, dann könnt ihr ihn gerne hier lassen. Wäre ganz nett. Alle, die es tun, vielen Dank. So, letzter. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das löschen wir wieder aus dem Gedächtnis. Das nächste. Auf ja. Operation Goldfisch. Bloß nicht jinxen hier, ja? Nein, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, falls ich das getan habe, aber nächstes Spiel. Ja, Operation Goldfisch, Streifnahlstraße. So, Streifenallstraße, auch eine sehr interessante Map. Ja, eine deutlich interessantere und auch, finde ich auch echt recht kürzere Map für Operation Goldfisch. Mal schauen, wie sich da beide Teams schlagen werden. Goldfisch, also ich würde am liebsten noch ein Muschelchaos-Match sehen, also hopp! Ihr gewinnt das. Ich will noch ein Muschelchaos-Match sehen. Das war eben so spannend. Oh.
Noch mal 3 Minuten Verlängerung. Nee, diesmal schaffen sie es. Ich glaub an beide Teams. Auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal mit Operation Goldfisch weiter. Genau. Ja, beide Teams sind jetzt fertig mit ihrer Ausrüstungswahl. Jetzt geht's in die 5. Runde. Diesmal in... Was ist das für eine Farbe? Türkis? Nee. Türkis. Doch. Türkis pink? Nein, ist auf jeden Fall pink. Einigen wir uns darauf. Okay, gut. Wer kriegt hier zuerst den Pop? Das ist die Frage, wobei... Der Pop ist natürlich immer wichtig. Ja, da kann schon auf ein bisschen... Der Map, durchaus. Der Pop tut die Seiten einfärben. Dass man dann gleich um die Seite, um das Mitte-Objekt in der Mitte rumschwimmen kann. Dann gleich aggressiv spielen kann. Jedenfalls Goldfisch jetzt für politisch. Boah, ein Double, schöner Double hier rausgeholt. Von Davido, glaube ich, was? Aber sie haben bis jetzt nur auf 96 gepusht. Der Push ist noch ausbaufähig. Ja, es ist im Grunde gar nichts. In the final bound. 13 Goldfisch gehen jetzt. Haben jetzt bis 87 gepusht, das ist die Führung. Ist aber auch so ziemlich gar nichts. Oh, jetzt haben wir 3 down. Der Klecks ist alleine. Der Touch ist gerade erst respawned. Jetzt aber hier eine gute Situation. Special. Doch der Goldfisch, der zieht vorbei. Shane kann den Checkpoint durchbrechen. Er hat gefärbt und sich durchgedrückt. Also. Auch eine Methode, die sehr, sehr häufig funktioniert. Jetzt geht es, glaube ich, zum Gegenpunkt. Sie haben die Goldie gepickt. Aber haben sie leider jetzt verloren. Jetzt haben wir 2 down bei politisch korrekter Teamname. Ja, die Goldie wurde jetzt auch gepickt. Sie versuchen jetzt den Checkpoint zu holen. Wollen über den unteren mitpushen. Ist aber schwieriger. Oh. Drei Down, wir kriegen auch direkt wieder den Pop. Frau Galen hat genau auf den. Galen hat genau auf den Moment gewartet. Wo kommt ein Quad Kill? Das war ein Quad Kill, bin ich mir ganz sicher. Ja, das war ein. Ja. Ich denke schon. Hat jetzt die Heubrühe. Merrick holt den Checkpoint. Jetzt müssen sie noch den Goldfisch berühren. Den Goldfisch holen, dann haben sie die Führung. Doch, die Sepp ist alleine. Die Sepp ist alleine. Ich glaube, sie. Weg. Naja, sie wurde rausgeholt. Schade, sie konnte nicht mehr flüchten. Na, es ist trotzdem noch. Ja, es ist trotzdem noch recht offen für beide Teams. Ja, es ist nur ein Punkt Unterschied, da ist noch alles drin. Oh, und Santa Key mit dem Mannschaft. Hier die Goldie wieder in Hand von politisch korrekter Teamname. Sie versuchen jetzt, ich glaube, die Gegner ein bisschen zuzuspammen hier. Sie versuchen sich, glaube ich, jetzt auch die T-Pots ein bisschen vorzuschmuggeln. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, der leckt ein bisschen rum, denke ich. Die Lobby ist gestorben. Ja, jetzt ist. Ja gut. Splatoon 3, meine Damen und Herren. Ich denke, alle Zuschauer haben diesen Moment schon mal erlebt. Bedauerlicherweise. So. Nintendo, macht bitte etwas besser mit dem nächsten Update. Aber ich habe es auch schon ein bisschen früher gesehen. Tatsächlich, die Tetras haben sich ziemlich stark teleportiert. Ich weiß jetzt nicht, warum die Lobby zusammengebrochen ist, aber ein Replay ist, glaube ich, da die beste Möglichkeit. Sagen. Hallo. Bitte. Bonjour. Bitte. Ja, was ist share the wisdom. Wir brauchen also deinen Ratschlag.
Kölner Keller sagt, das PKT gewinnt erstmal Muschelchaos. Weil Clams, du weißt ja. Ja. Ich weiß, das ist nicht irgendwo, die ihr hören wollt, aber das sagt der Kölner Keller. Ja. Nächste Woche hast du stabiles Internet, das du hosten kannst. Also, es liegt nicht an dir, Fisch. Der Stream laggt nicht, aber Hostwechsel kann helfen bei sowas. Kann ich machen. Ich erstelle einen Raum. Es war nicht ein also es wird obviously replayed. Es ist dann 52 zu 53 bei 2 Minuten Restzeit. Das ist der Score, wenn du den Checkpoint durchsprichst. Also, einen Wipe hätte gereicht, in den Lead zu switchen. Oder ähnliches. Es wird obviously replayed, das Spiel. Okay. Also, es wird ein Replay geben. Ich hab den Raum mal offen. So. Kannst du mir nochmal bitte die Map sagen? Ich weiß nur noch Goldfisch. Auch hat's den Goldfisch Streifenalstraße. Streifenalstraße hier. Dankeschön. So, alle waren hereinspaziert in meine Lobby. Wir kommen alle nach und nach. Es hat sich scheinbar rumgesprochen. Natürlich. Ja, war ja komisch, wenn nicht. So, einer fehlt noch. Und da ist er. So. Ich teile ein. Ach, finde ich das schön, wenn man Teamtag drin hat. Das erleichtert einiges. Stimmt. Da weiß man auch, da weiß man plötzlich, wo alle hingehören. Ja, man kann es viel leichter sehen. So. Ja. Passt so, oder? Ja, ist so richtig. Nicht, dass ich was falsch mache. Sag ich lieber nochmal nach. Ja, alle mit demselben Tag sind im selben Team. Alles richtig. Ach so. dann geht ihr ins Replay. Ich hoffe jetzt sehr, dass mein Internet durchhält. Das ist eigentlich sonst immer stabil. So, und das Match beginnt. Ja. So, auf ins Replay. So, diesmal in Blau und Orange. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal. Ja, im ersten Match. Also, es ist ein Replay. Match war ausgeglichen. Beide waren so. Beide Teams waren ja beim ersten Checkpoint, als die Lobby gestorben ist. Leider. Schauen wir mal, wie das jetzt hier ausgehen wird. So, hier wird direkt erstmal die Gellen rausgenommen von Flexer, der selbst auch rausgenommen wird. Hier geht einer nach dem anderen down, damit es ein 2 gegen 2 vorne gerade. Die Goldie wurde ein Stückchen bewegt. Goldfisch zieht nach vorne, Shady noch weiter, schafft kommt dann in den Checkpoint. Stark, also einmal durchgeschlichen. Also sie schnappen sich direkt über die Goldie, um so ein bisschen weiter weg zu bekommen. Das ist jetzt etwas schwierig mit dem Golf. Jetzt 4 gegen 4, okay, jetzt 4 gegen 3. Oh ja, jetzt hängt der Goldie noch ein bisschen in der Ecke. Das könnte ein bisschen fies werden jetzt. Ja. Vor allen Dingen, die Wanne hat eine sehr gute Position von oben runter. Und jetzt ist die Goldie down. Aber die Wanne wurde auch noch rausgenommen. Die wurde jetzt einfach 3 down bei Indefinable Bound. Und jetzt... Wenk wird den Pop, den neuen Pop kriegen. Oh, ich sehe schon, die Lobby leckt wieder rum. Ich will es gar nicht sehen. Oh je. Es tut weh zu sehen. Oh je, die Verbindung ist nicht stabil. Und Fehler bei Datenübertragung. Ja. Gut. Äh.
Genau, 20 Jahre im Jahr. Wie bitte? Na, es hat gerade Guthaben geschrieben. 20 Jahre im Jahr. Da ist ja. Da ist ja doch hier so ein Sub bei uns viel besser investiert. Wink, wink. Definitiv. Ist er hier besser investiert als überhaupt in den Online-Modus von Nintendo? Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, muss man so weit sagen. So, wer hat jetzt die Ehre, die Lobby nochmal zu eröffnen? Freiwillige vor. Wenn nicht, dann mache ich es wieder. Ich werde gerade mein WLAN neu verbinden. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass es daran lag, aber es kann nicht schaden. So. WLAN ist neu verbunden. Und ich mache jetzt direkt den Raum nochmal auf. Okay. Die Frage, nach wie vielen Versuchen werden wir aufhören? Bis es funktioniert hat, dann... Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Wir haben 3 Spiele überlebt, da werden wir auch wohl 4 Spiele überleben, dann werden wir auch wohl noch das Set zu Ende kriegen können. Das schaffen wir. Wir glauben einfach ganz fest an den Nintendo-Server-Gott. Sind ja nur Minimum 2 weitere Spiele. Weiteres Spiel. Der Raum Minimum. Ist wieder offen. Mal weiß ich auch den Modus. Ich habe ihn mir gemerkt. Ja. Ja, gut. So, wieder alle mal hereinspazieren. Aber 2 hintereinander, das kann doch nicht sein. Zumindest hatte ich jetzt mal einen guten Willen, das WLAN neu zu verbinden. Der Wille ist da. Ja. So, einer fehlt noch, dann. Da ist er. So, schauen wir mal, wie jetzt der dritte Versuch war, wie jetzt der dritte Versuch ausgehen wird. Ob wir ein Ende sehen werden oder ob's. Vielleicht ist es so, ich frage, ich erfrage wieder, passt so, oder? Ja, passt. Perfekt. So. Gut. Alle guten Dinge sind 3. Sagen wir es einfach mal so. Das wird jetzt funktionieren. Ende. Genau. Falls es nicht gut ausgehen wird, dann können wir hier sicher sagen, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Oh. Bitte hilft uns. Bitte helft uns mit ganz vielen Giftsubs. Oh, das ist greedy. Sehr so, gut. Jetzt in grün und pink. Komm, hier hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon mal. Oder Türkis. Ja. So, ich habe ein Déjà-vu. Wer kriegt hier den Kopf? Direkt der Tinam bekommt den Papier. Und hier sind direkt 2 Daumen hier gegangen und die Goldie sitzt alleine da vorne und wird es auch direkt rauskommen. Jetzt ist nur noch die Wanne da und die Tetras sind neu gespawnt. Ich bin guter Dinge, das wird jetzt funktionieren. Und sie machen jetzt auch den nächsten Push zum Checkpoint und sie haben auch den Checkpoint. Ray holt den ersten Checkpoint. Jetzt auch noch mit der Heuboje. Gut, Verteidigung. Nimmt auch direkt einen raus, schnappt sich die Goldie und versucht es, glaube ich. Ein Stück nach vorne ist er gekommen, wird aber direkt wieder rausgenommen. Push bis 41. Komplexer. Ist ganz gut, muss man sagen. 41 ist solide, ist ein solider. Ja. Kann man mitarbeiten. Hier ist jetzt der Hai und die Super zusammen mit der Wanne. Ah, sieht aber die Kraftbombe nicht. Ja, direkt rein. Dolphy ist jetzt alleine am Leben. Jetzt ist nur noch die Goldie. Die Goldie rennt wahrscheinlich jetzt in ihr Leben. Ja, rennt nach vorne. Durch den Regen. Schön weiter nach vorne. Und sie kriegen sie nicht. Wie weit die kommt? Kriegt sie noch den Checkpoint? Sie hat den Checkpoint gekriegt. Jetzt brauchen sie nur noch einmal kurz ein Stückchen weiter rennen.
eben auf 40. Ja, haben sie schon wieder ein Lead. Also das war jetzt. Also ich denke mal, das war jetzt für die anderen ziemlich ärgerlich, dieser Checkpoint. Ja. Der Raymaker online hat sich nicht mal selbst verteidigt und er haut den Checkpoint. Im Bild von der Bebauung hat hier jetzt drei Specials, oder hatte zumindest drei Specials. Hier kommt jetzt wieder der Regen sehr ungünstig. Und jetzt versucht der Sauger, er saugt den Regen jetzt. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ein Regensauger. Kann man Regen saugen? Es wurde gerade bewiesen. Und sonst stell dich mal draußen auf die Straße mit einem Staubsauger im Regen und das würde bestimmt auch einige Blicke auf sich ziehen. Ja, auf jeden Fall. Die Goldie ist jetzt wieder im Besitz von Invisible Bound. Und die haben jetzt auch schon, also einer von natürlich korrekt, der Teamname ist jetzt down. Jetzt ist die Wanne auch doch. Ja, die Wanne war. Ja, Murphy ist down. 2 gegen 3. Guter Fang von der 4 gegen 2. Das könnte jetzt ein Push, ein guter Push sein. Die Boje direkt auf die Goldie gerichtet, das ist natürlich auch der Suki, sehr schlau. Suki mit dem wichtigen Push, wichtiger Double hier. Ah, die Gellen, die hat hier gerade super 2 rausgeholt. Das könnte jetzt die Führung ausbauen. Wir sind schon bei über 30, unter 30, sorry. Bei 21. 21 ist schon sehr stark und sie bauen es noch weiter aus. Jetzt ist nur noch der Kleckser vorne alleine, aber sie haben 20 und 20 ist schon schwierig wieder zu knacken. Hauptgehen, die geben hier wirklich alles. Politisch korrekter Teamname. André geht aber da auf dem Glas. War vielleicht nicht so die beste Idee, auf dem Glas nochmal rumzulaufen. Also sie wollen die Goldie da lassen. Sie wollen nicht, dass die Gegner sie poppen. Und jetzt wird hier direkt reingeflankt. Ja, Kasi mit dem Flank. Sie sind jetzt bei unter 20 und sie haben es geschafft. Also, Respekt, sie haben ihr Comeback gekriegt. Das müsste jetzt, glaube ich, der erste Sieg für Invisible Bound sein, ja, oder? Der erste Wenn Sieg. Ich mich nicht irre. Der dritte Versuch hat es geschafft, das Spiel ist beendet. Wir sind nicht in der Zeitschleife gefangen. Wir können weitermachen. Wir sind entkommen. So, sagst du mir bitte einmal die Map-Modus? Ja. Wir machen weiter mit Muschelkhaus Mahi Mahi Resort. Muschelkhaus? Den Modus wollte ich ja unbedingt nochmal sehen. Genau. Mein Wunsch wird erfüllt. Allerdings, Mahi Mahi Resort ist tatsächlich jetzt, ich finde für Muschelkhaus ein sehr fieser Modus. Mit dem Wasser. Ja. Ist eine fiese Map. Map ist so winzig. Ja, zumindest bis man halt mal einen ordentlichen Push hingelegt hat. Und ich bin mal gespannt, ob es jetzt auch einen gibt. Wer weiß. Bin guter Dinge. Das WLAN neu verbinden. Ja, hat stimmt. Das Universum jetzt gut gestimmt. Wir haben das wird jetzt alles verändert. Wir haben ein 8 Minuten Muschelkauf-Spiel durchgemacht. Wie schaffen wir es, dass wir dafür 3 Versuche brauchen, um das letzte Spiel zu beenden? Macht keinen Sinn. Bisschen, ja. So. Also ich denke, hier werden bestimmt wieder auf der Map ein paar Leute baden gehen. Wer weiß. Ich hoffe es mal nicht, weil es ist immer sehr ärgerlich, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man mit der Big dann noch ins Wasser fällt. Genau, ja, das ist dann schrecklich. Am Zuzerfallen ist eigentlich aus der Zuschauerperspektive ganz witzig. Ja, aus der Zuschauerperspektive schon, aber ich glaube als Spieler, ich weiß ja nicht so. Ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Indefinable in Türkis und Und ich spreche natürlich mal mit dem Bosch. Boah, direkt hier schöner Trade. Trade. Jetzt haben wir hier nur noch der Platscher, der aber sich gut halten kann aktuell. Beide Teams sammeln wieder fleißig ihre Muscheln. Jetzt haben wir auch schon
Jetzt habe ich einen Special und der hat 6 Muscheln, der Plätscher. Und diesmal wird kein Regen aufgesaugt. Diesmal nicht. Aber jetzt, politisch korrekt, die man kann du jetzt hier die Mitte halten? Dann haben wir jetzt schon gleich Kontesten von zwei Spiele von und hier haben wir, glaube ich, den ersten Push. Und ja. Er hat getroffen. Ein Treffer, yeah! Keine 3 Minuten Overtime. Davido jetzt mit guten Picks. Kann noch ein paar Muscheln reinwerfen. Einige sogar. 65 ist sehr gut. Ja, pusht jetzt aber zu Ende. Suki schon auf dem Weg zum Konter. Nur noch die Wanne alleine vorne, aber die anderen kommen schnell zur Hilfe. Er hat 7 Muscheln gehabt, wurde aber rausgenommen. Ja, nur noch der Platsch am Leben. Der Platsch hat gar keine einzige Muschel. Aber die Chancen auf einen Konter sind halt zu Ende. Ich meine, sie sind jetzt beide etwas aggressiver geworden als beim ersten Muschelchaos-Match. Also man sieht hier definitiv eine Veränderung, finde ich zumindest. Jetzt haben wir hier nur noch die Quadhopper bei Indefinable Bound. Also bis jetzt ist es immer noch sehr durchwachsen, aber der eine Push, denke ich, der könnte sogar entscheiden werden. Weil beide Teams sehr, sehr stark verteidigen, finde ich. Also ich habe bis jetzt halt, das war mein erstes Overtime-Muschel-Chaos-Spiel, was ich gesehen habe. Und jetzt haben wir hier einen Full Vibe. Und jetzt könnten sie noch einen Treffer machen. Der High wurde rausgenommen. Und hier wurde noch ein Trade. Es hat leider nicht ganz für den Push gereicht, aber sie haben ordentlich Muscheln. Manchmal braucht eine Muschel. Trägst du noch einen Weg vorne. Nach vorne wird aber gepickt von Kasi. Ja, war ein bisschen zu aggressiv, denke ich. Hier sehen wir jetzt auch noch den Eimer, der hier versucht, sich die Big zu erkämpfen und die ist nahe dem Wasser. Ich sehe das Wasser nicht. Nick noch. Und ich ins Wasser? Die ist ins Wasser gefallen. Oh, ja, ich hab's nur noch am Seitenrand gesehen. Ja, die lag erst mal ein bisschen an der Seite und ist dann wohl ins Wasser gefallen. Wirklich sehr schade. Dennoch, wir haben eine neue gemacht. Und der Sauger saugt hier ab. Ah, aber er wurde glaube ich noch gestoppt. Hier wird jetzt erstmal alle Bigs weggeworfen. Es liegen sehr viele Muscheln aktuell. Ja, eine geht leider verloren. Frage ist jetzt wird aber schwierig um die andere. Denn ist auf dem Weg in die Mitte. Mitte ist contested. Muschel wird aufgenommen. 3 down, der Splash ist last. Der Feind des Perser hat ein Special, nämlich die Krabbe. Aber ich glaube, das spart er sich noch ein bisschen auf. Oh, der Dreier jetzt mit einem guten Shark hier. Bekommt aber leider keinen Kill, wirklich schade. Jetzt haben wir nur noch eine Minute zu spielen. Es ist bis jetzt noch sehr ausgeglichen. Jetzt haben wir 2 down, jeweils auf beiden Seiten. Können sie treffen? Das ist die Frage. Nein, er wurde leider rausgekommen. Aber sie könnten es noch schaffen. Schafft das? Jetzt komm. Wirft das? Er trifft. Noch was. Sehr gut. Mary und Suki. Mary hat und eine Muschel. 2 Jumpen hin. Werfen. Oh, aber das ist der Whiteboard. Oh, das könnte jetzt sehr schwierig werden. Noch 30 Sekunden. Sie müssen es irgendwie schaffen, eine Supermuschel zu bekommen. Ich meine, es ist nicht so möglich. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Jetzt in den letzten 30 Sekunden, wenn wir noch alle down gehen. Oh. Der Whiteboard wird wehtun. Der wird sehr wehtun. Noch 14 Sekunden. André hat eine Supermuschel. Die dürfen nicht mehr reintreffen. Dann kriegen sie wenigstens ein Produkt geliefert. Das geben die Verlängerung. Oh, Wasser gefallen. Ja, wir haben einen der Bahn gegangen ist. Ja. Hab's gesagt. Jetzt haben wir nur noch den Kleckser. Ja, das ist die Overtime. Und holt sich hier auch die Quadhopper raus. Können sie treffen? Sie können treffen. Sie haben getroffen und das ist jetzt Ende. Das war's. Wie die Banner hier so schön verdeutlichen. Auf jeden Fall ein schön spannendes Muschelchaos-Match. Ich freue mich, dass ich noch eins sehen durfte. Ja, ist toll.
Damit gewinnt politisch korrekt Teamname das Match gegen Indefinable Bound mit einem Ergebnis von 5-1. Schon ein recht eindeutiges Ergebnis, aber es war bei jedem Match super spannend. Ja. Bis auch halt das fünfte, das war ein bisschen zu viele Disconnects. Oh ja, also war ja schlimm dieses Mal. Ja. Aber werde ich jetzt vor jedem Stream machen, das WLAN neu verbinden, dann ist der Server uns gut gesonnen und alles wird gut laufen. So, dann geht jetzt erstmal zum Interview. Ich hoffe, du bist bereit fürs Interview. Oh, Interview. Ich glaube, alle sind schon da. Ja. So, hallo Konion. Hallo. Und Shane, herzlich willkommen zum DSB-Interview und herzlich willkommen zu dem 5-1-Sieg gegen Indefinable Bound. Wie fühlt ihr euch nach dem Sieg? Schön. Wunderbar. Habt ihr euch, wie ist aus eurer Sicht das Spiel gelaufen? Hat alles soweit funktioniert? Sehr, sehr knapp durchgehend. Ja, also ne, Muschelchaos war ein bisschen chaotisch. Ne? Ich glaube, wie lang? 10 Minuten, ne? 8 Minuten. 5 Minuten spielen, 3 Minuten Overtime und dann was denn? Also das Ding ist, ich hatte ja die Führung in der Hand mit der Muschel, hat aber die Muschel grandios ja vor den Tanktrank geschmissen. Ja, aber ja. So ein Spiel habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Es war sehr, sehr spannend zuzuschauen. Ja, im Call ging es auch ab, also. Ja. Kann ich mir vorstellen. Lebhaft. So, dann. Ja, dann war die Frage, wo kommt denn euer Teamname her? Ist ja wirklich ein sehr besonderer Teamname. Wunderbar. Ja, also in der ersten Season gab es, da hat man ja schon mal mitgemacht. Dann gab es so das ein oder andere Problem mit unserem Namen, da der eventuell politisch anstößig war. Von daher haben wir uns für den politisch korrekten Teamnamen überlegt, in der Hoffnung, dass der, und der wurde ja auch genehmigt, dass der ganz in Ordnung ist. Ja, der klingt auch ganz so. Ich finde ihn tatsächlich sehr originell. Ich mag sehr originelle Namen. Also ich freue mich immer, wenn ich sowas Außergewöhnliches lesen darf. Allerdings auch ein sehr langer Name, muss man schon sagen. Das ist ein sehr Zungenbrecher dann immer. Wenn ich einfach kurz PKT. Es wäre ja langweilig. Wäre ja viel zu einfach. Oh, ich brauche die Herausforderung. So, dann. Ja, war es jetzt das erste DSB-Match in der Season 6 in Splatoon 3. Wie war das denn so jetzt hier? Neues Spiel, Splatoon 3. Wie fühlt sich das an? Soll ich anfangen? Ja. Okay. Es ist halt viel besser als Splatoon 2, finde ich. Also es hat wirklich wenig Spaß gemacht, meiner Meinung nach, Splatoon 2. Ich fand die ganzen Sachen, Perks und so, nicht so balanced. Aber jetzt finde ich es schon mehr spaßiger, weil Grafik und es läuft alles flüssiger. Nur halt die Lobbyabbrüche nerven. Aber es macht mehr Spaß auf jeden Fall. Ja, geh ich mit. Also gut, mir hat Splatoon 2 auch schon Spaß gemacht, aber jetzt hier ist nochmal frischer Wind drin, gibt viele neue Waffen, Ult, Sekundärkombinationen, die man erstmal wieder testen muss, was gut geeignet ist, was ist für den einen oder anderen Modus hilfreich. Gerade hier Kugelschild hat man auch gesehen, Turmkommando, dass das ganz gut ist, da klappen die Pushes immer ganz gut. Von daher neue Strategien sind eigentlich ganz gut. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt auch MPU, also der Effekt auch nicht mehr da ist, kommen halt ganz andere Waffen zum Vorschein. Also ich finde, das war auch eine gute Entscheidung von Nintendo, dass sie das weggemacht haben. Ich muss aber sagen, ehrlich gesagt, MPU ist für den Kleckser ja noch einigermaßen da, weil Action Plus ist ja sozusagen MPU für den Kleckser. Ja, einfach nur. Bleibt einfach weg, bitte, mit Damage Up. Geil, Secret Buff. Ich war ja auch Kleckser Main und dann fand ich das schön, dass es endlich noch, dass es noch da ist halt. Dieses MPU von Wish. So, dann. Euer nächstes Spiel werdet ihr dann haben gegen Frosty Salmons. Wie schätzt ihr euch denn so ein gegen Frosty Salmons?
das? Also wir haben die Gegner noch nie gesehen. Also ich nicht. Also. Aber dadurch, dass wir jetzt das erste Game gewonnen haben, können wir, also haben wir auch gezeigt, dass wir jetzt das nächste gewinnen können. Und das Ziel ist natürlich, in die Playoffs zu kommen. Ja, ja ist also unter Ziel. Den ersten drei Plätzen. Sogar ein neues System hier mit den zwei Gruppen und den Playoffs. Genau. Wir haben ja auch nur 4 Spieltage, ne? Erstmal in der Gruppe. Waren ja jetzt 5. Nicht so viele. Von daher. Sind 5. Ist da ein Win schon mal richtungsweisend? Da haben wir schon mal theoretisch ein Team, was uns nicht mehr einholen kann, wenn wir keine Fehler mehr machen. Sowieso der erste Win in der ersten Woche steigert ja dann auch den Teamgeist. Richtig. Das stimmt. So, ich gucke schon die ganze Zeit, ob wir hier noch eine Frage aus dem Chat haben. Haben wir da nicht. Gerade keine. Also, habt ihr da noch ein paar abschließende Worte, bevor wir das Interview beenden? Ja, GG an die Gegner. Hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Der Endstand ist jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher, wie es mir rüberkam. Also gerade bei Muschelchaos hat man ja gesehen, dass das, dass wir eigentlich auf einer Wellenlänge waren. Also von daher dann ja, den nochmal viel Glück für die nächsten Matches. Ja, kann ich auch nur das mitgehen. Also war wirklich durchgehend sehr knapp. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, den Teamgeist von unserem Team ein bisschen zu verstärken, weil wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Und ich grüße noch André und David. Stimmt. Ja, die müssen noch gegrüßt werden. Und natürlich Magnus, der heute nicht teilnehmen konnte, aber dann bestimmt bei einem anderen Spieltag wieder am Start ist. Also ja, dann danke, dass ich hier dabei war im DSB-Interview. Vielen Dank und vielen Dank für das spannende Muschelchaos-Match. Ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich freue mich schon riesig darüber, das gesehen zu haben. Und dann viel Spaß im nächsten Match gegen Frosty Salmon. Und viel Erfolg. Ja, das auch. Danke, danke. Danke. Okay, gut. So, dann was ist mit der DSB für heute? Morgen wird's natürlich noch dann noch viel mehr DSB zum Gucken. Ich bedanke mich an alle, die hier heute dabei waren. Wir werden Terminator FFM raiden. Und ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Morgen geht's dann weiter mit mehr DSB. Bis dahin, stay fresh. Exakt. Also, bis dann, Leute. Und einen schönen Abend noch. Tschüss.